Guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Kursgewinner durch Börsensektoranalyse. Ich freue mich sehr, dass wir heute wieder den Termin mit Carsten Berger haben und dass Sie natürlich live dabei sind und sich für das Thema interessieren. Mein Name ist Nelson Cardoso-Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FXSwed. So schnell ist wieder ein Monat vorbei. Nichtsdestotrotz gucken wir mal auf den Risikohinweis, denn wie immer dient dieses Seminar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie auch wie immer Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen, auch wenn der Carsten vielleicht das eine oder andere Setup heute zeigt. Gut, dann übergebe ich jetzt auch, wünsche viel Erfolg, viel Spaß. Wenn irgendwas ist, ich bin im Hintergrund. Danke, Nelson. Dann wähle ich mal den entsprechenden Bildschirm wieder aus. Das habe ich mittlerweile auch gelernt, wie das geht. Ich glaube, ihr müsstet jetzt meine Homepage sehen. Switchen wir mal kurz um zum PowerPoint. So, okay, dann Funktioniert. auch. Das geht, das ist super. Dann bis später, Nelson. Ich glaube, soweit kriege ich das alleine hin. Also von daher, wenn nicht, dann schreie ich. Ich glaube, das funktioniert. Sehr gut. Okay, meine Lieben, dann freue ich mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute in einer Marktsituation, wo ich denke, dass es vielen so geht, was mache ich jetzt? Denken, was muss ich dabei sein? Bin ich raus? Habe ich Schmerzen dabei, wenn ich in Positionen bin, die jetzt vielleicht im Minus sind? Was soll ich da tun? Deshalb ist heute das zentrale Thema auf jeden Fall mal auf die allgemeinen Märkte zu schauen, weil das ist ein zentrales Thema. Wenn man das nicht gut einschätzen kann, wird man Probleme haben, Folgetrades in den Gewinn zu bringen, weil wenn der Gesamtmarkt negativ ist und man ist der Meinung, man geht jetzt long, dann wird das schwierig. Und deshalb werden wir uns da drauf fokussieren und ich werde es euch wieder mitgeben, wie ich das sehe und wie ich das handle. Das ist ja das Ziel heute. Was wichtig ist, ich habe die Fragen offen hier, also das Setup quasi, dass ich eure Fragen lesen kann. Vielen Dank für den guten Abendwunsch, Udo. Wünsche ich gerne noch zurück. Ich sehe einige Stammleute wieder hier. Das freut mich immer ganz besonders. Und heute ist wieder eure Zeit. Ihr müsst Fragen stellen. Ja, das ist ganz wichtig. Es gibt keine doofen Fragen. Es gibt nur Fragen, die nicht gestellt werden. Und das ist halt schade. Also nutzt es. Mach's ja für euch, nicht für mich. Okay, dann schauen wir mal noch kurz auf den ergänzenden Risikohinweis, denn Nelson hat das ja schon gemacht. Und zwar, ich stelle den einen oder anderen Wert vor, den habe ich vielleicht im Depot oder meine Freundin vielleicht. Und von daher sollte da immer ein Interessenskonflikt beachten. Das könnte vorliegen, also auch immer hinterfragen. Alles, was ich mache, ist meine Herangehensweise an die Märkte und ist auf keinen Fall eine Anlageberatung. Das wisst ihr. Das bin ich. Bin Carsten Berger, 56 Jahre. Bin kein gelernter Banker. Habe auch nie bei einer Bank gearbeitet. Hatte mal ein Praktikum da mit 19 ungefähr. Und was ich aber gelernt habe, ist bei der Berliner Polizei. Ich bin mit 17 zur Polizei gegangen, war dann 29 Jahre dort. Habe zum Schluss eine Spezialeinheit geleitet zur Bekämpfung von Jugendkriminalität und Jugendbanden in Berlin. Und ja, hat mich aber schon ganz, ganz früh das Börsenfieber gepackt. Und mit 17 habe ich dann mich für Anleihen interessiert, habe eigentlich eine allgemeine Zeitung gelesen. Ich glaube, DM hieß die früher, habe mich dort informiert. Und dann ging es los mit Büchern, also mehr der Autodidakt. Früher gab es ja auch kein Internet. Und das hat mich nie losgelassen. Und für mich war immer wichtig, und es war mein Ziel, mal zu sagen, ich schaffe es vielleicht mal, meine Arbeitszeit zu reduzieren, indem ich mein Vermögen in Anführungsstrichen selbst verwalte, besser verwalte als die Zinsen, die man bei der Bank bekommt. Das heißt, man muss ein bisschen Wissen haben. Und das war mein Ziel. Und das hat mich eigentlich immer nur nebenberuflich begleitet. Und jetzt habe ich den Vorteil, dass ich das hauptberuflich machen kann. Und das macht mir sehr viel Freude. Aber, und ich mache das auch sehr gerne, ich gebe auch sehr gerne Wissen weiter und mache da jetzt auch keine Masterclass oder sonst wie, sondern das, was ich tagtäglich mache, gebe ich hier auch sehr, sehr gerne an euch weiter, weil es ist ein Wissen, was ich finde, die Leute, die sich mit den Märkten beschäftigen, die sollten einfach diese einfachen Regeln bedenken und mit diesen Szenarien, die man quasi entwirft für sich,
einfach umgehen lernen und das vorher schon festzumachen, wie man über die Märkte denkt und wie man agieren wird. Das ist ganz, ganz wichtig, ja, dass man sich nicht runterreißen lässt von den Kursen und auf einmal völlig anders denkt und die Emotionen mit reinbringt. Ja, das ist ein Grundmanifest, was ihr wirklich beachten müsst, gerade in so einer Börsenphase wie jetzt. Klar, systematisches Vorgehen ist, glaube ich, eine Sache, die habe ich mitgenommen aus meinem alten Beruf früher. Wir mussten immer alles durchdenken, alle Eventualitäten. Wer kommt durch die Tür? Wer flüchtet durch die Tür? Wird da jemand verletzt? Wie viele Leute kommen da? Warum sind die da? Wie sind die Gegebenheiten? Alles wurde schon vorbereitet, bevor es losging. Und das müsst ihr im Endeffekt auch für jeden Trade machen, bis das irgendwann so weit sitzt, dass ihr im Endeffekt immer nur das Gleiche macht. Ja? Und dann macht es die Sache auch leichter, weil ihr euch, auch wenn der Trade in die Hose geht, also Verluste gehören dazu, muss er aber von euch so abgewickelt werden, wie ihr euch das vorher vorgenommen habt. Deswegen sind feste Setups extrem wichtig. Klar spielt Bauchgefühl eine Rolle mit. Für die Leute, die sehr, sehr viel Erfahrung haben, ist das ein Element, was sie immer mehr in den Vordergrund geben. Ich habe mal mit einem Freund zusammen dazu eine Statistik gemacht. Da hat er dieses versucht, dieses Bauchelement zu tracken, wann er das einsetzt und wann nicht. Ich glaube, schon ein paar Jahre her ist er dazu gekommen, dass er da sehr, sehr effektiv war. Ich nicht. Also ich bin nicht so ein Bauchtyp. Ja, ich bin eher so ein Typ, der sieht da was und dann macht er das, weil es da so steht. Aber das kann bei jedem anderen anders sein. Wichtig ist nur, dass ihr seht, ob ihr damit erfolgreich seid. Das ist wichtig. Und deshalb ist ganz, ganz wichtig, Marktvorbereitung, den Überblick behalten. Das wollen wir heute mal in den im Zentrum der Betrachtung ziehen. Und ihr könnt mir ja vielleicht schon mal bei Fragen reinstellen, einfach mal ein Ja, ob ihr noch Positionen im Markt habt und ein Nein, wenn ihr flat seid und ihr habt nichts mehr. Könnt ihr einfach mal reinschreiben bei Fragen. Das interessiert mich mal, wie viel Prozent der Leute jetzt hier wirklich aktiv noch am Markt sind. Und wer, sage ich mal, jetzt wirklich sagt, nö, ich stehe am Rand und ich habe eigentlich gar keine Lust im Moment in den Markt zu gehen. Ja, das finde ich schon mal gut. Jetzt haben wir 50%, die Hälfte ist ein Ja, das andere ein Nein. Die anderen können sich ja noch ein bisschen aktivieren oder überlegen, ob sie noch Positionen haben vielleicht. So, ein zentrales Element ist immer wieder Out- und Underperformance. Das heißt, ich vergleiche Werte mit anderen Werten und eine Benchmark zum Beispiel mit einem anderen Instrument. Ich fasse das heute mal ein bisschen schneller zusammen, weil in den anderen Webinaren, sage ich mal, erzähle ich das auch. Von daher ist es eine Grundkenntnis. Wenn man das tut, wenn man sich auf Elemente beschränkt, die besser performen als ein Vergleichswert, dann hat man schon mal eine gute Auswahl getroffen. Bedeutet in dem Fall, ein Wert erzielt eine höhere Rendite als ein Vergleichswert Benchmark. Mein Beispiel ist in dem Fall meistens eine Daimler-Aktie, wäre jetzt zum Beispiel die grüne Linie. Der DAX wäre die schwarze Linie. Dann sieht man ja, dass die Daimler-Aktie, die ist es nicht, ist nur ein Vergleichsbeispiel, in dem Fall dort zu gewissen Zeiten mehr gestiegen ist und in anderen Zeiten ist der DAX besser gewesen. Das heißt, wenn ich mich mit den Werten auseinandersetze, wäre es doch gut, vom Gedankengang her, mich bei steigenden Werten auf diese Werte zu konzentrieren, die halt besser performen als der Index zum Beispiel. Wenn ich mir die Arbeit nicht machen möchte, dann könnte ich mir auch gleich den DAX kaufen. Dann kriege ich aber auch nur die Performance, die der DAX macht und habe nicht die Chance, eine Outperformance zu erzielen. No. Genauso kann ich sagen, ich meide die Werte, die schlechter performen als der DAX, wenn ich Long trade. Wenn ich Short gehe, sage ich mir, ich gehe auf die underperformenden Werte zum Beispiel. So, da sieht man die Phasen, die ich eben erklärt habe. Der rote Pfeil zeigt die Underperformance von der grünen Kurve. Das heißt beispielsweise die Daimler-Aktie. Und bei den grünen Pfeilen ist die Daimler-Aktie halt besser von der Performance als der DAX zum Beispiel. Das Ganze habe ich statistisch mal ausgewertet. Habe geguckt, wie lange bleibt so eine Aktie in so einer Phase der Outperformance drin. Also wie lange performt sie besser als die Benchmark? Und da habe ich wahllos Aktien aus dem deutschen Bereich genommen und ich habe wahllos Aktien aus dem amerikanischen Bereich genommen und ich habe wahllos verschiedene Zeitebenen genommen. Immer vom Anfang der Outperformance bis zu dem Zeitpunkt, wo die Aktie in die Underperformance lief.
Und das ist ganz spannend, weil man dann halt feststellt, wie viele Aktien, das sieht man hier auf der linken Seite, hier ist die Stückzahl der Aktien, hier ist die Anzahl der Tage. Das heißt, man sieht hier 50 Tage in der Woche, Quatsch, in der Woche, 50 Tage in einer Outperformance haben 70 Aktien dargestellt, sage ich mal, angehalten. Es gibt aber auch von diesen insgesamt 330 Aktien einen Durchschnitt von 100 Tagen, wenn man das so möchte, ja, so in hier, dem Bereich, die 125 Tage in der Outperformance waren. So, was kann man mit dem, sage ich mal, anfangen? Ganz einfach, wenn ich das mir in einem Chart darstelle, mit diesem Indikator, den wir haben, oder ich habe mit dem Markus Rohner zusammen gemacht, da wollte ich halt relativ schnell feststellen, woran kann ich erkennen, wann ist der Wert in der Outperformance und wann ist er in der Underperformance. Und dann kann man das relativ gut darstellen. Und ich möchte innerhalb einer Outperformance nur Long handeln und dazu eine Strategie entwickeln, wie man da reingeht. Das schauen wir uns mal an, kurz. Diese blauen Phasen in dem Indikator sagen, dass die Aktie oder der ETF, in dem Fall der Energie-ETF ist das, besser performt als der S&P 500. Deswegen ist er blau. In den Phasen, wo es blau ist, möchte ich Long handeln. Dann gibt es diese Phasen mal im Chart einfach gespiegelt, also die grünen, also die blauen Phasen und die grünen Kreise nach oben, welche Phasen so im Markt aussehen. Und wenn ich mir meine Strategie anpasse, ob sie Outperformer oder Underperformer sind, habe ich schon einen gewissen Vorteil. Ich handle aus der Korrektur heraus. Ja, nach auch einer gewissen Regel handle ich aus der Korrektur aus. Nicht immer wird es ein Trade. In dem Fall ist es eine Outperformer-Situation. Das macht die Sache ein bisschen leichter. Irgendwann ist auch diese Outperformance logischerweise wieder zu Ende. Ja, das sieht man ja hier unten zum Beispiel. Da endet diese Outperformance. Da geht der Markt in die Seitwärtsphase. Fängt ja vorher auch schon ein bisschen an. Und dann sind die Trades auch nicht mehr so, sage ich mal, darauf ausgelegt, längerfristig in meinem Depot zu bleiben. Ja, weil ich habe ja auch Ausstiegsregeln und Einstiegsregeln logischerweise. Auf der anderen Seite habe ich diese Underperformance. Was bedeutet, wenn der Markt so läuft, möchte ich eher auf der Short-Seite unterwegs sein, aber ich muss es nicht. Ich kann auch einfach diesen Wert, in dem Fall den Energie-ETF, einfach mal außen vor lassen und sagen, da handle ich gar nicht. Und dieses Prinzip gilt für Indizes, das gilt für Branchen und natürlich auch für Aktien. Ja, also das vergleiche ich immer wieder das Gleiche. Das heißt, wenn eine Outperformance da ist, geht man long. Und das am besten aus einer Korrektur heraus, nach einer ganz klaren Regel. Und es gibt Teilausstiege an den letzten Hochs, ungefähr so nach dem Algorithmus ausgerechnet. Das sind die festen, gefahrenen Dinge. Und natürlich kann man auch beim, wenn man das Short macht, in Korrekturbereichen einsteigen. Und das klare Regelwerk ist einfach nur gespiegelt in dem, dass man Short geht, wenn man im Underperformance-Bereich ist. So. Das ist ganz wichtig. Wir schauen heute sehr extrem auf die Indizes, weil das für die Gesamtentscheidung extrem wichtig ist, dass man da sich schon mal ein Bild macht. Eine zweite wichtige Entscheidung ist immer die Branche, weil es gibt Branchen, die gehen trotzdem oder trotz, dass die Hauptmärkte nach unten gehen, steigen die zum Beispiel. Das ist auch interessant. Also man ist da auf jeden Fall auf der sicheren Seite, wenn man diese beiden Segmente beherrscht. Und die letzte Auswahl wäre dann das Feintuning, um zu sagen, okay, ich gehe jetzt in die Aktie rein, nachdem ich weiß, welches Land nehme ich, schaue ich mir die Branchen an, habe ich mir die Branchen im Land angeschaut, meinetwegen Amerika, dann kann ich mir aus den Top 3 Branchen die Top-Aktien auswählen und schaue mal an, ob die in der Korrektur wären, um dann zum Beispiel jetzt long zu gehen. Okay, dann habe ich noch was Schönes für euch mitgebracht. Vielleicht habt ihr euch die mal angeguckt. Ist jetzt von einer Seite, die kennt ihr auch wahrscheinlich im Internet logischerweise. Ich habe mir mal die Zinsen angeschaut, und zwar wie die im Moment so stehen. Da seht ihr ja,
Leitzins Euroland ist, ich glaube, schwarz, wenn mich alles täuscht, oder dunkelblau. Leitzins USA ist orange und ihr seht, die Zinskurve ist schon recht hoch und wir sind hier ja, 2023 und links am Rand sehen wir 2001. Auch diese Bereiche sind schon mal angelaufen worden und wir sind schon recht hoch. Wir sind auch sehr, sehr steil gelaufen. Auch diesen Anstieg hatten wir auch schon mal so ähnlich. Wenn man wahrscheinlich noch etwas weiter retrograd zurückgehen würde, würde man das dann dort ähnlich nochmal sehen. Was ich damit mitgeben möchte, ist einfach mal jetzt ein bisschen hellhöriger zu werden. Was im Anleihenbereich passiert, wenn diese Zinskurve mit den ersten 1, 2, 3 Senkungen anfängt zu senken, werden wir uns auch anschauen, werde ich auf jeden Fall eine längerfristige Sache in einer, in einem Anleihen-ETF tätigen. Ja, also das ist meine Herangehensweise, um etwas längerfristig da was zu machen. Klingt sehr, sehr spannend, denke ich mal, für die nächste Zeit, darauf mal einen Blick zu werfen. Ja, gibt ja verschiedene Seiten, wo man das auch nachverfolgen kann. Würde ich im Auge behalten. Wer Fragen zu den ganzen Themen hat, der kann sehr, sehr gerne mir eine E-Mail schicken, cb@tradercoach.de. Kann auch auf meiner Homepage vorbeischauen, ist auch kein Thema. Ich werde das auch noch mal kurz zeigen nachher. Aber jetzt gehen wir recht schnell in die Märkte, weil mich das ja selber interessiert, wie es heute mal aussieht. Bin mich noch gar nicht dazu gekommen heute. Deswegen schaue ich mit euch da mal rauf und schalte mal um zu einer Software, die ich nehme. Man kann natürlich auch jedes andere Chartprogramm nehmen. Was ihr nicht drin finden werdet, ist dieser Outperformance-Indikator, der hier unten drin ist. Den gibt es, sage ich mal, nur in dem Fall bei mir für den Agena-Trader. Ist aber nicht verkäuflich, den benutze ich nur für mich. Und die Leute, die bei mir in meiner Perlentauchergruppe drin sind und den AT nutzen, haben das gleiche Tool, bloß etwas anders dargestellt als das, was ich da habe, hat aber im Endeffekt die gleiche Funktion. Okay, was schauen wir uns heute mal an? Ich habe gerade von den Anleihen gesprochen. Wollen wir uns das mal anschauen? Ich habe hier ein ETF, das ist hier TLT, ein amerikanischer, also ein US-Dollar. Und den scrolle ich mal zusammen. Ihr seht hier, das sind 20-jährige laufende Staatsanleihen in Form eines Bonds. Und dann guckt mal, wo die mal standen. Wir waren 2020 bei einem ETF-Wert von 180 ungefähr. Und dann fing das irgendwann an mit den Anleihen und mit den Zinserhöhungen. So langsam und wir haben jetzt einen Wert von 84,85 und einen extremen Abverkaufs-Move, da waren wir noch nicht. Deswegen, was kann man daraus schließen? Für mich bedeutet das, man sieht auch hier eine extreme Volumenzunahme, dass hier Kaufpotenzial da ist und wenn man das jetzt langfristig in den Konsens bringt mit der Zinskurve, die ich vorher gezeigt habe, wenn das anfängt zu fallen, dann ist das hier kein Trading, ja, wo ich jetzt, sage ich mal, ein Swing-Trading machen möchte oder so, sondern es wäre etwas, was ich sukzessive aufbauen würde für die nächsten Jahre. Aber die Zinskurve müsste im Auge behalten. Ja, also finde ich spannend, dass man hier so einen Abverkauf hat. Das ist ja Wahnsinn. Hier nochmal so satte 11% abgegeben in einer relativ kurzen Zeit und das so sehr, sehr direkt, weil man wahrscheinlich erwartet, dass es noch einige Zinserhöhungen vielleicht gibt von der amerikanischen Seite. Und dann fällt der Preis von den Kursen der Anleihe und das wirkt sich natürlich auch in so einem ETF aus. Also nicht einfach blind reinhopsen. Interessant finde ich dieses Volumen, ja, werde ich auch mal zeigen, immer wenn das Volumen sehr hoch ist, und wir eine Umkehr finden, dann wird es sehr, sehr spannend. Ja, hier ist das Volumen relativ hoch. Das ist hier dieser Balken, der hier angezeigt wird. Also eine gewisse Ausverkaufssituation hatten wir hier auch schon mal. Hier war das Volumen auch erhöht, bevor der Markt sich hier nochmal gedreht hat. Und wir haben hier auch ein erhöhtes Volumen da oben. Immer an den Wendepunkten, wo erhöhtes Volumen ist, in den Kerzenbereich da oben, geht es auch in die andere Richtung. Also dort, wo eine Wende stattfindet, mit 1, 2, 3 Kerzen und dort ein hohes Volumen ist, ist es eigentlich relativ wahrscheinlich, dass dieser Bereich eine Weile hält. Und das benutze ich zum Beispiel sehr, sehr gerne, um an diesen Umkehrpunkten eine Umkehr im Chart zu handeln. Das zählt für Aktien als auch für ETFs.
Man kann es auch in Indizes sehen. Bei den Futures ist es aber nicht ganz so extrem von den Volumenunterschieden, weil da die ganz großen unterwegs sind. Und von daher achte ich da extremer in den ETFs oder in Aktien drauf. Dann habe ich hier eine Liste, wo ich das alles mal gerankt habe. Und hier ist, was oben stehend ist, ist halt eine Form der Outperformance. Ja. Da seht ihr VIX oben stehen. Was ist das? Das ist im Endeffekt der Volatilitätsindex. Und der hat im Moment relativ stark angezogen. Und das bedeutet, wenn der ansteigt, dass die Volatilität ansteigt. Und das bedeutet, das ist ein Umfeld, wo Unsicherheit herrscht und wo Großverfall vorherrscht. Bedeutet hohe Volatilität, Achtung, der Markt ist extrem risikobehaftet und im Umfeld noch, wo er, sage ich mal, weiter Kurse abgeben kann. Das, was ihr daraus ziehen müsst, wenn man so nicht den VIX anschaut zum Beispiel, sind diese, das mache ich immer ganz gerne, diese Anstiege, also wenn er aus so einer niedrigen Phase wie hier kam, gibt es ja mal Impulse, die gab es auch vorher schon, wie weit die gehen. Das sind so 30% beim VIX, 30%, dann haben wir hier 40%, 34%, 50%, das ist schon extrem viel. Dann haben wir einen kurzen Rückgang, wo der Markt so ein, zwei Tage auch darauf reagiert hat. Und mittlerweile geht der Markt schon etwas weiter nach, also von der Rula noch höher. Das heißt, es ist nicht auszuschließen, dass der Markt noch mal ein bisschen zurückgeht, weil die Vola noch mal ansteigt. Ja, ich habe hier noch keine Umkehr drin. Schaue ich mir auf jeden Fall immer an. Volatilität finde ich sehr spannend und werde ich euch auch im Chart mal zeigen, wie das im Endeffekt auch für den einzelnen Wert interessant ist, wann die mit der Vola zusammenhängend, sage ich mal, Impulse geben, wie man damit umgehen kann. Also im Moment steigende Vola ist nicht toll für steigende Kurse. Was kann einem dazu bewegen oder was kann die Märkte dazu bewegen? Ist eine Ausverkaufssituation. Das tut den allen richtig weh, wenn es nochmal richtig runtergeht. Im Moment sehe ich hier keine Umkehr und heute auch nicht. Bedeutet, das ist gestern gewesen, 3. Oktober, heute ist noch keine Kerze drin. Ich glaube, der Markt steigt. Das habe ich vorhin mal so im Portal gesehen, werden wir gleich sehen. Aber im Moment ist hier noch nicht der passiert, dass wir hier wieder etwas langsam zurückkommen. Dann wird es spannend, dann könnte der Markt wieder etwas steigen, aber im Moment haben wir das nicht. Und dasselbe haben wir beim VDAX. Auch hier sind die Volatilitäten relativ stark angestiegen. Auch hier können wir das relativ gut verfolgen. Wir sehen hier einen Anstieg von 45%. 42%, 34%, 30%. Also irgendwie bewegt sich das immer in dieser Range, bevor der Markt dann wieder etwas zurückkommt. Also die Vola. Wenn die Vola hier auch wieder zurückkommt, dann ist es schön, weil dann könnte der DAX vielleicht einen Boden finden. Das ist nur ein Hinweis, ein kumulativer Ansatz, das schaue ich mir an. Wenn also das hier wieder zurückgeht von der Volatilität, dann schaue ich mir natürlich auch den DAX an, was wir dann auch gleich machen, mit den S&P. Und dann schaue ich, wo kommt der gerade hin? Und wenn der auf so eine Unterstützungszone fällt, diese rote oder diese grüne Linie, dann wird es halt spannend, wenn das im Verbund mit der Vola zusammenfällt, haben wir eventuell einen guten Umkehrpunkt ausgemacht. So, was ist auf Platz 2 hier? Das ist Öl. Das sieht man ja auch an der Tankstelle. Dürfte jetzt etwas günstiger geworden sein. Das ist ein ETF aus Amerika. Wer in Öl unterwegs gewesen ist, ist lange Outperformer. Ja, das sieht man ja auch hier wieder sehr schön an diesem Indikator. Da wird es blau und ab diesem Zeitpunkt ist Öl Outperformer. Bedeutet, dort sind Long Trades aus der Korrektur. Das ist hier bei so einem Powerbar, wenn der Markt ansteigt. Kennt ihr auch? Es gibt Einstiegssignale. Das ist ein Punkt, eine Kerzeformation. Das ist einmal ein Umkehrstab. Das sieht eventuell so aus. Ja, manchmal ist hier auch noch so etwas verlängert drin. Das heißt, der Schlusskurs muss nah am Hoch sein. Ist relativ einfach gehalten. Oder es ist so eine Powerbar. Hier so eine dicke grüne Kerze. Sieht meistens so aus. So.
Manchmal ist er auch noch hier oben, sage ich mal, einen kleinen Docht, eine Lunte. Muss, der Kurs muss möglichst weit oben schließen. Das ist so ein Punkt, und zwar das alles in der Korrektur. Also wenn der Kurs jetzt so zurückkommt, gucke ich halt, wo passiert das? Habe ich sowas hier drin? Nö, habe ich nicht. Habe ich sowas hier? Ich glaube, da habe ich es. So, und dann ist das der Markt, wo ich dann reinschaue und sage, okay, jetzt kann ich reingucken, ob ich wieder in den Long-Bereich gehe. Und dann lohnt es sich, nach Ölaktien dann zu suchen aus dieser Branche, die dann wieder das gleiche Kriterium mitbringen. Ist eigentlich immer das Gleiche. Wer jetzt noch Ölaktien hat, der sollte da raus sein. Na, hier haben wir zwei Konstellationen, die halt dumm gelaufen sind jetzt. Und zwar sind da Werte drin, auf die ich achte. Das ist zum einen das erhöhte Volumen. Das habe ich ja schon erwähnt. Schaut mal hier. Da ist ein erhöhtes Volumen und da. Wenn ihr das anhaltet, das könnt ihr auch bei TradingView oder so sehen, dann seht ihr ja, da oben sind die beiden Kerzen. Die beiden sind ja mal interessant. Da war das Volumen erhöht. So, und dann markiere ich mir immer das Hoch dieser Kerze. So, und dann gibt es ja am nächsten Tag eine Umkehr. Und so, und diese Marke ist interessant. Warum? Weil im Nachgang, wenn ich jetzt hier mich hingesetzt habe und mir Ölaktien rausgesucht habe, dann werde ich die wahrscheinlich nicht bekommen haben, weil der Ölpreis einen riesen Gap gemacht hat, also eine Kurslücke. Dann steigen die Aktien über Nacht. Und wenn ihr eine Order reingegeben habt und hoffentlich eine Limit-Order, dann ist die nicht mehr für 100 zu haben, sondern eröffnet vielleicht für 110 die Aktie beispielsweise. Und dann, wenn ihr 105 als Limit eingebt, dann seid ihr fein raus, weil dann habt ihr den Trade nicht machen können und der hat auch bei euch kein extra Geld gekostet. Super. So, dann nehmt ihr die Order wieder vom Tisch, logischerweise, von den Ölaktien. Und jetzt haben wir natürlich hier mit diesem Aufwärtsgap, ich achte auch immer sehr gerne auf Gaps. Warum? Weil das ja von der Schematik her sehr, sehr viele Unterstützungszonen auch bringt. So, und ich habe hier das erhöhte Volumen vorher schon gehabt und habe hier nochmal ein leicht erhöhtes Volumen an diesem Gap. So, diese Unterkante von dem Gap, stimmt jetzt nicht ganz genau, seht das bitte nicht immer auf dem Punkt, sondern eher bereichsmäßig, dann schaue ich immer, was passiert denn jetzt, wenn der Kurs wieder in dieses Gap läuft. So, und die entweder dreht er an der Oberkante, also er hätte jetzt hier entweder seitwärts laufen können und dann hier einen Umkehrstab machen. Dann hätte ich gesagt, okay, hier schaue ich mal, jetzt hat er das überwunden, jetzt geht der Kurs weiter. Hat er nicht gemacht. So, an dem Tag, wenn ich das sehe und die Börse geschlossen ist, wir sind hier im Tageskursbereich, wenn die Börse geschlossen ist, dann kann ich mich ja jetzt gemütlich dann hinsetzen und sagen, okay, was passiert denn hier? Ich habe eine rote Kerze, will ich da long gehen? Ist es so eine Umkehrkerze? Also so ein Ding, haben wir ja eben schon gehabt. Oder so ein Ding? Nö. So, dann brauche ich mich gar nicht hingucken, ist ja auch rot. Brauche ich nicht. Nächsten Tag sehe ich das wieder und jetzt sehe ich, oi, die hält ja nicht mehr hier unten und dreht mit einer Umkehrkerze oder sonst wie in diesem Bereich, sondern der schließt da drunter. Ist nicht gut. Muss ich mich da hinsetzen und dann gucken? Nö, muss ich nicht. So, nächsten Tag, gleiches Szenario. Wieder eine Abverkaufskerze. Setze ich mich dahin, weil ich weiß, dass am nächsten Tag der Kurs steigen wird. Das weiß ich nicht. Ich kann mich nur darauf verlassen, was mir die Tageskerze am Ende nach Schluss der Sitzung sagt. Und die sagt mir, nee, Finger weg. So, jetzt haben wir den anderen Tag. So, ist das eine positive Kerze? Ja. Schließt der Kurs möglichst nah am Hoch? Nee. Also, Finger weg. So, und jetzt kommen wir ja in einen Bereich, wo hier so eine Wochenunterstützung ist. Ich scroll mal weiter zusammen. Hier muss irgendwo was sein. Den Bereich hier, da sieht man ja damals, ist hier so was passiert als Widerstand, da schon mal und da, so weiter und so fort. Das heißt, hier liegt eventuell so eine Unterstützungszone, weil der Kurs schon mal da lag, durchgelaufen wurde und wieder zurückkommt. So, das ist also hier diese grüne Linie. Jetzt eröffnet der Markt hier auch wieder mit einem Abwärtsgap, wieder so eine Kurslücke, die man sieht, ja, zwischen den Tiefkurs dieser Kerze und dem Hochkurs der aktuellen Kerze ist halt so eine Lücke. Auch das sorgt wieder dafür, dass wir natürlich, wenn wir jetzt hier steigend sind, der Markt eventuell hier dran dreht oder zumindest eine Kursreaktion zeigt oder sich verlangsamt, ja, oder durchläuft und hier eine Kursreaktion zeigt, bevor es dann vielleicht wieder runtergeht und er dann hier wieder reagiert. Das muss ich mir vor, sage ich mal, überlegen, wenn ich jetzt long gehen will. Will ich bei dieser Kerze, die ja heute noch tickt, long gehen,
Nein, weil sie ist ja rot. Also wenn die heute noch grün wird, dann wäre eine super Umkehrkerze. Das wäre auch ganz nett. Dann hätte ich ein bisschen Potenzial, bis vielleicht hier ranzugehen. Aber das brauche ich nicht. Also Öl ist Outperformer, ist interessant, aber hat, wie ihr auch selber jetzt seht, keine Umkehrsituation gebildet. Also da muss ich jetzt unnütz interpretieren. Von daher sieht es eher so aus, als würde vielleicht das kurz mal hochgehen. Aber das reicht mir nicht aus und das Öl sich ein bisschen vom Preise erholen. Gut für die Tankstelle, für Öltrades im Moment nicht so das Top-Ding. Also Öl, no. Obwohl es Outperformer ist. Ja. Aber im Moment korrigieren wir. Wir sehen diese Form der Korrektur auch hier in diesem blauen, im Outperformance dunkelblauen Bereich. Und ich gehe mal ganz gerne rein, wenn es hellblau wird. Ja. Dann sieht man, bleibt man länger unterwegs in diesem Bereich. Also Korrekturen sind im blauen Bereich, Trades müssten eigentlich eher im hellblauen sein. So. Okay, dann haben wir Bitcoin, gucken wir uns das mal nicht an, außer jemand möchte Bitcoin sehen. Ich handle das nicht, habe da im Endeffekt keine Ahnung von. So, dann schauen wir mal kurz auf die Branche, was ja auch interessant ist, weil hier die amerikanischen Branchen drin sind. Welche Branche ist denn jetzt Outperformer und war beim letzten Webinar auch noch Outperformer? Ist es noch Outperformer? Ja, aber stark an dem Rand dran, wo man sagen kann, nee, muss man auch nicht mehr haben. Das bedeutet, sie ist ja noch im Outperformance-Bereich drin. Und wenn man das jetzt hier sieht, wo war denn das noch mega interessant? Also das solltet ihr da mitnehmen. Dieser dynamische Anstieg ist ein Kriterium für mich und die Korrektur ist der zweite, das zweite Kriterium. Das ist immer das Gleiche. Dynamischer Anstieg in eine Richtung und die Korrektur. Wie lange die Korrektur geht, weiß ich nicht. Woran mache ich das fest und wo ist es günstig, wo sie hingehen könnte, damit ich dann meinen Trade absetzen kann oder nach Aktien suche, die aus dem Energiebereich kommen. Wenn die Korrektur auf so eine Unterstützung fällt, auf Wochenbasis zum Beispiel, wenn sie von einem erhöhten Volumen so eine Umkehr hat, das hat sie hier zum Beispiel nicht so. Ja, wir haben so ein leicht erhöhtes Volumen hier unten, aber wenn ich zusammenscrolle, gibt es hier an der Kerze ein hohes Volumen. Das ist aber eher oben, also eher negativ, weil der Kurs nicht da drüber bleibt. Und hier habe ich fast nur einen Durchschnitt, sagen wir mal so. Und das bedeutet, wenn ich mich hier hinsetze, weil der Kurs relativ nah am Hoch ist und dort nach Energieaktien suche, dann habe ich zwei Sachen unter mir. Das ist einmal die Umkehr hier an der Widerstandszone. Das Volumen zieht nicht ganz mit, aber ich habe eine starke Kerze und ich könnte davon ausgehen, dass der Markt vielleicht nochmal bis hier hingeht. So, das wäre ein Szenario, wo ich sagen kann, okay, da kann ich versuchen, das in der Aktie umzusetzen. Wenn der Markt hier durchgeht, dann würde ich hier einen Teilverkauf machen und den Rest mit dem Stop nachziehen. Jetzt hat der Markt genau das gemacht. Er ist genau bis daran gelaufen und hatte an dem Tag schon keine Lust mehr und hat sich verabschiedet. So, und warum könnte das so sein? Wenn man das Volumen mit einbezieht, diese Kerze hier, also diese Volumenkerze und da oben ist die Kerze, wenn ich das mal anschaue am Hoch, dann ist das der Bereich, wo der Markt dann nochmal drehen könnte, weil vielleicht da noch Orders liegen, die oder Interesse daran besteht, die in den ETF dort zu verkaufen und man gewillt ist, die Aktie zu verkaufen. So. Wenn man, warum fällt es dann weiter? Weil die Leute einfach nicht mehr bereit sind, dieses Preisniveau abzuwarten, ob nochmal was nach oben steigt, sondern die sagen sich, naja, wenn ich der Letzte bin, sieht jetzt gerade nicht ganz so günstig aus, wenn es im Widerstandsbereich umdreht, dann verkaufen die halt die Aktie und akzeptieren einfach ein niedriges Preisniveau. Es gibt nicht mehr Verkäufer oder Käufer, das ist Quatsch, weil das, was da unten zusammengezählt wird, ist immer nur, ich gebe eine Aktie, du nimmst eine Aktie, ist eine Volumenaktie gehandelt worden. Also dieser Balken, ja, also hier 20 Millionen auf dem Punkt, wo ich gerade bin, oder 25 Millionen Stück wurden gehandelt von den ETF. Bedeutet, ich, wenn ich die Aktie habe, ich muss einfach, wenn ich das loswerden will und wird jetzt hier anfangen zu verkaufen an dem Tag, weil ich sage, oh, die Kerze wäre mir jetzt aber gefährlich, dann muss ich ja einfach von
meinem Gedanken runterkomme, ich sage, na ja, aber ich akzeptiere hier nur 91 Dollar. Das wird ja nicht funktionieren, weil es interessiert keinen. Sondern ich muss dann akzeptieren, okay, 89 Dollar vielleicht oder hier unten 88 Dollar. Bedeutet, das, was ich dort sehe, ist die Realität am Markt. Und nur so kann ich mein Setup machen. Jetzt ist ein spannendes Setup gewesen, und zwar dieser Tag. Das ist doch ein Umkehrstab. So habe ich das ja auch erklärt. Und das ist auch eine Korrektur. Und das Einzige, was dort negativ ist, ist, dass zum Beispiel, das gehört auch mit zu unserem Algorithmus dazu, das Bollinger Band hier nicht berührt wurde. Das heißt, wir haben an dem Tag, was ich euch gesagt habe, oder an diesen paar Tagen, keinen so richtig dynamisch durchziehenden Markt mehr. Weil ja, da schon Feierabend ist. Er macht ja kein neues Hoch. Wenn der Markttechniker sagt, er macht kein neues Hoch, ich sehe hier einfach nicht mehr so die Dynamik, wo er sich hier öfter mal hier oben aufhält, korrigiert, wieder nach oben so ein bisschen ranläuft mehr, hat er hier nicht. Er geht hier mehr in die Seitwärtsphase. Das heißt, immer gucken, dynamischer Anstieg und kommt die Korrektur, dann ist die meistens unsauber. Und jetzt guckt doch mal bitte auf diese Korrektur. Das ist ja wohl Dynamik pur, oder? Also das geht doch, das rauscht doch nach unten eigentlich relativ geschmeidig durch, so wie es heute aussieht. Und das ist doch genau dasselbe Setup für Long, also hier Dynamik. Was kommt denn jetzt? Jetzt sehen wir hier eventuell eine Korrektur. Ende, weiß ich nicht, aber hier ist Unterstützungszone. Gucken, was das Volumen macht an dem Tag heute. Und dann könnte doch Folgendes passieren, eine Korrektur nach oben, die vielleicht unsauber verläuft. Bedeutet, wir sehen doch nochmal ein ganz klares Zeichen auch in dieser Branche, nämlich der Energiebranche, eventuell eines Kursverfalls. Ja. Und das ist doch spannend zu sehen, dass man anhand der Dynamik feststellen kann, in welche Richtung der Kurs vielleicht in nächster Zeit tendieren wird, auch wenn es eine Korrektur gibt. Ne? Das heißt, wenn ich Short handeln möchte, würde ich das jetzt nicht hier draufsetzen, weil wenn der Kurs jetzt hier 1, 2, 3, 4 Tage niedrige Tiefs gemacht hat, dann ist es zu spät, um jetzt noch drauf zu satteln, sondern ich würde dann eher eine Korrektur warten und dann zu sagen, okay, jetzt gehe ich vielleicht in die Short-Richtung. Aber, wisst ihr auch, warum soll ich so einen Markt Short handeln, wenn der relativ weit oben steht? Im Gegensatz zu den anderen Branchen würde ich eher lieber vielleicht die Real Estate nehmen oder die, die weiter unten angesiedelt sind. So von der Logik her. Ja. Spannend wird's, wenn dieses Volumen, was hier passiert, erhöht ist und am nächsten Tag etwas Positives passiert, dann könnte der Markt noch mal kurz nach oben gehen und dann kann man das handeln. Ist aber kein trendfolgende Sache, sondern ist eher so eine P3-Signal, sage ich bei mir, mit einer Umkehr, ja, wo dann halt Volumen mit bei ist und hört ein bisschen mehr Erfahrung dazu. Ja, aber das wird mal sehen, was da passiert. Ich finde es recht spannend. Ist schon sehr, sehr dynamisch, was da abverkauft wurde. XLC, Communication, auch das war ja eine ganz lange Zeit bei meinen Webinaren immer gesagt, Mensch, schaut euch die mal an, wie lange die Outperformer waren. Es ging ja hier los. So, da sieht man das ja. Da wurde es blau. Und dann war die ja fast durchgehend. Ich glaube, ja, da war sie ganz kurz mal drunter. Aber hier, ab hier, ist jetzt eigentlich vorbei. So, da kommen wir in den nicht mehr Outperformance-Bereich hinein. Wenn ihr das mal euch anschaut, dann seht ihr, deckt sich das ja so ein bisschen mit dem, was ich eben erzählt habe zu der Energiesache. Und zwar haben wir doch hier auch vorher immer hier schön Dynamik nach oben, auch wenn die Kerzen negativ sind, Korrektur und dann wurde es hier irgendwie unsauber. Ne? Dann kommt die Dynamik nach unten, dann geht es wieder nach oben, nach unten und so weiter. Und was jetzt hier gerade stattgefunden hat, ist Dynamik nach unten, aber richtig mit Saft, Korrektur und dann sehen wir jetzt schon wieder den Abverfall. Und das wird dann spannend, wenn man aufs Volumen schaut. Ist das Volumen stark erhöht an so einer Umkehrkerze? Nein, rechne ich also stark damit, dass der Markt hier weiter erstmal verfällt. Bedeutet, ich finde im Moment relativ schwierig irgendetwas in der Long-Situation. Also da muss schon mal ein richtiger Ausverkauf oder so stattfinden. Schauen wir mal auf den Nasdaq-Bereich. Auch sehr spannend.
War gut gelaufen, aber wir sehen doch genau das Gleiche. Also wenn ihr mal hinschaut, dann seht ihr doch hier, hier haben wir einen recht dynamischen Abverkauf. Der ging nicht völlig unvermittelt, sage ich mal, auf diese Wochenunterstützung. Und wir haben hier bei dem Kurs hier, an dem Tag, 24. August, haben wir so ein Tief mit erhöhtem Volumen und dort trifft der Markt drauf. Und was habe ich jetzt für eine Taste gedrückt? Falsch. So. Ja, diese Zone und hält hier so ein bisschen inne und korrigiert aber auch nicht so dynamisch wieder nach oben, sondern bleibt so in dieser Range. Und bedeutet, seht ihr ja selbst, das ist hier so ein Unterstützungslevel, ob das hält. Kann ich jetzt davon ausgehen, dass der Markt jetzt wie Butter dort oben einfach so durchläuft und einfach so weitermacht, wie er es hier gemacht hat? Das muss ich mich fragen, wenn ich dort reingehe. Und wenn ich eine Ausverkaufssituation sehen möchte, dann muss ich schauen, was heute noch an diesem Tag passiert. Und der Markt sollte relativ hoch da oben schließen. Jetzt ist aber das Problem, dass die Kerze doch schon relativ hoch ist und je höher und so länger, je größer die Kerze ist, desto weniger Potenzial habe ich ja, dass in den nächsten Tagen dann der Markt weiterläuft. Ja, bei großen Kerzen, so eine Kerze hat, ist halt immer schwierig, die nächsten Tage denn davon zu profitieren. Kann man machen. Besser ist eine Umkehr etwas im kleineren Bereich, wenn die Kerzen halt von der Volatilität, also der Schwankungsbreite, definitiv ein bisschen ruhiger ticken. Aber wir haben am Anfang geschaut, ihr erinnert euch, den Wix hier oben, den ich gezeigt habe, dass die Volatilität hoch ist, gestern hoch war, die müsste heute etwas zurückkommen, weil der Markt ja steigt. Das wird spannend, wenn der Markt sich mal langsam beruhigt und die Vola langsam fällt und dann schauen, dass die Kerzen noch kleiner werden, wird das Risiko auch kleiner, ne? Logischerweise. Also auch für die Positionsgrößen in euren Depots. Also Nasdaq ist noch nichts, wo ich sage, da gehe ich rein. Bin weit weg von dynamischen Anstieg, der dann irgendwie eine Korrektur bringt. Das haben wir hier nicht. Relativ hohes Risiko, dass der Markt drunter läuft unter dieser Unterstützung noch hält er. Man sieht das an den langen Lunden da unten. Sollte er da drunter schließen, geht es relativ schnell weiter bergab. Ihr werdet sehen, was wahrscheinlich bei den erhöhten Volumina hier dann aufschlagen bei 14.000 ungefähr, roundabout. Also wäre ich recht vorsichtig, nichts zu unternehmen dort. FDAX. Ich liebe eigentlich den deutschen Markt, am liebsten den TecDAX. Ich mache mal hier das hier weg. So, auch hier seht ihr schon auf Anhieb, Underperformance-Indikator sagt ab hier und da zwischendurch auch schon, nö, also musst du jetzt nicht haben. Hier hätte man so einen Versuch machen können, aber ab dem Zeitpunkt ist jetzt Long für den DAX oder für den deutschen Markt, die anderen Indizes waren da auch nicht besser, erstmal raus. Ja. Wo haben wir die Dynamik? Wir haben die Dynamik hier im Abverkauf. Kurze Korrektur, unsauber. Zack. So, wo gehen wir hin? Wahrscheinlich hier zu diesem erhöhten Volumen. Dort bei den langen Lunden in dieser Wochenunterstützung bei 14.700. Nagelt mich auf den Kurs nicht fest, das sind immer Bereiche. Mal sehen, was da passiert. Ob der deutsche Markt sich behauptet, wie sieht denn der andere aus? Brauche ich im Moment gar nicht länger drauf gucken, weil. Ist jetzt für mich nicht interessant, dort etwas zu tun. Mal gucken, wie der sich in ein paar Tagen zeigt. So, was haben wir hier noch? Amerikanische Branche. Auch hier sind wir schon relativ weit nach unten gedüst, ja, ohne große Korrektur ab nach unten. Das ist die Branche Financial. Nee, Healthcare. Entschuldigung, Healthcare, Gesundheit. Auch dieser defensive Wert ist abgestraft worden und diese Aktien auch extrem abgestraft. Bedeutet, abwarten, bis hier eine Umkehr stattfindet. Im Moment scheint sich der Down-Move ein bisschen zu verlangsamen und was ich sehe, das seht ihr auch, das erhöhte Volumen hier. Und wenn der Markt jetzt hier eine Drehung hinlegt, könnte sein, dass es dort eine kurzfristige Erholung gibt. Ja, aber das ist kein trendfolgender Trade, sondern ist eine Umkehrsituation und den ein bisschen vorsichtiger behandeln. Die Leute kennen das, die bei mir in der Gruppe sind, die wissen, dass ich das
etwas anders handeln muss als einen normalen Trendfolger. Ja, da muss man aggressiver sein mit der Stop-Setzung und auch eher mal ein Target setzen, weil sich das in der allgemeinen Marktsituation, die nicht sehr positiv ist, natürlich relativ schnell wieder in die andere Richtung begeben kann. Ja. XLK. Technology ist das gleiche, wie im Endeffekt hier der Nasdaq darstellt. Deswegen brauchen wir da nicht näher drauf eingehen. Den SDAX schauen wir uns mal an. Dort haben wir die kleineren deutschen Aktien. Man sieht, wenn man das mal hier anschaut, hier war die Outperformance-Bereich drin, der ging bis hier. Dann ist irgendwann Feierabend mit Outperformance. Wir gehen in die Underperformance, fällt der Wert raus, brauchen wir auch keine Aktien angucken. Ist einfach gestrichen. Ja, von daher passt das. TecDAX, ja, die Technologiewerte in Deutschland handle ich sehr, sehr gerne. Habe ich schon früher gemacht mit dem neuen Markt. Ja. Das ist ja ein bisschen übrig geblieben davon, sagt man. Auch hier sieht es nicht rosig aus. Wir sind unterm 200er Durchschnitt, ja, 20er Durchschnitt fällt. Wir haben hier Wochenunterstützung, die jetzt ein Widerstand sind. Ja. Jetzt haben wir hier mitten, oh, hier haben wir einen schönen Volumenpeak. Könnte ein Freitag gewesen sein, und zwar genau dort an diesem Wochenwiderstand. Dann ging es wirklich nur ganz straight bergab. Das sollte jedem zu denken geben, wenn der Markt so reagiert und dann auch drunter bleibt unter so einer Kerze. Das ist schwierig, dann einfach Positionen auch glatt zu stellen und auf keinen Fall erstmal neu aufzunehmen. Diese große Kerze, klar, hat man hohes Volumen. Da muss man wissen, okay, gegen was spiele ich? Spiele dann wieder dagegen. Ich zeige euch das, was dann bei euch abgehen muss, um zu sagen, okay, will ich jetzt unbedingt long handeln? Nein, will ich nicht. So, wo sind wir jetzt aktuell? Schön abverkauft. Wir kommen in eine Zone, wo wir mit Sicherheit eine Unterstützung haben, wo auch das Volumen erhöht war. Das ist hier diese Kerze in dem Bereich. Deshalb werde ich mir das auf jeden Fall anschauen. Das läuft wahrscheinlich analog wie die Nasdaq, wenn die sich erholen sollte. Wird der Bereich mit Sicherheit interessant. Was wollen wir denn sehen? Das wisst ihr auch. Am besten hohes Volumen, vielleicht eine Umkehrkerze, die nochmal diesen Bereich anteasert hier unten. Deswegen lege ich mir hier einen Preisalarm rein. Rechtsklick mache ich hier rein, Preisalarm hinzufügen. So, und dann kann ich hier gucken, ob der Markt nochmal runtergeht und wie er sich verhält. Und mir dann vielleicht TecDAX-Aktien nach so einem Ausverkauf nochmal die Top-Werte dann reinzuholen. Das wäre eine Möglichkeit. Gold schauen wir mal. Peter fragt, ich gehe davon aus, dass du alle vorgestellten Werte mit CFDs handelst. Dann meinst du es wegen der generell handle ich eher Aktien als CFDs. Aber du meinst wahrscheinlich wegen der ETF-Regel, dann musst du CFDs nehmen oder auf europäische Versionen zurückgreifen, die halt an Xetra gehandelt werden. Das ist das Problem. Wir kriegen ja nicht alle ETFs in Amerika wegen dieser Prospekthaftung und so weiter. Das ist das Problem. Genau. Dann müsstest du CFDs nehmen. Ich nehme mir dann halt immer deutsche Versionen in dem Fall, wenn ich ETFs dann handle. Ich nehme die ETFs quasi als Indizierung, damit ich sehen kann, wann ich mich dann in Branchen unterwegs mache, um dann halt nach Aktien zu screenen, die halt da top sind. Gold, da wird man auch nicht glücklich. Nehmen wir den Future. Schaut euch das mal an. Also Gold wird hier richtig abverkauft. Da ist auch nichts zu holen. Wir sind wirklich unter den 200er gefallen. Hier war so eine Situation, Goldaktien zu suchen. Und dann ist auch wichtig, wirklich ein Setup zu haben, zu sagen, okay, wo kann der Markt drehen, wenn man jetzt hier das als, wenn der Markt beendet ist, als Initialzündung nimmt und sagt, ich setze mich hin, ich gucke mal nach die ersten 5 Top-Goldwerte, wie die chartmäßig aussehen, sind die auch in der Korrektur, dann würde ich da eine Position aufnehmen. Aber natürlich auch extrem vorsichtig sein, wenn der Markt hier schon reinläuft an einem Tag, fast das letzte Hoch erreicht, dann muss man entweder bei der Aktie schon Stop drin haben, eng dran, immer logischerweise, oder ein Target in diesen Bereich setzen. Hätten wir wahrscheinlich knapp verfehlt, weil die Aktien laufen ja fast ähnlich in dem Bereich. Und von daher,
sich von DAF zu verabschieden, wenn so eine Umkehrkerze kommt und der Markt abfällt, ist spätestens hier der Fall, dann muss man halt raus. War auch nicht zu erwarten, dass der Markt so stark fällt. Also so, jetzt haben wir den Gold da unten, das Gold da unten. Was kann jetzt passieren bei 1820? Schauen wir mal, was passiert. Also, guckt ihr, klar, Wochenunterstützung. Klar ist, dass der Markt hohes Volumen vielleicht zeigt nochmal, eine Umkehrkerze in dem Bereich. Läuft so seitwärts, kein Outperformer, jetzt eher Underperformer im Bereich, okay. Ausverkaufssituation wäre nett. Wir haben hier ein ansteigendes Volumen. Ja, das hatten wir hier in dem Bereich. Hat aber noch nicht so richtig gewirkt. Bleibt interessant. Gold kommt bei mir mal auf die Watchliste. Kein Trend folgende Sache, weil es ist ja kein Outperformer. Ne? Also daran immer denken, wenn eine Aktie oder ein Indiz oder ein Rohstoff kein Outperformer mehr ist, dann werde ich den natürlich auch nicht nach der Trendstrategie handeln, sondern nach einer Umkehrstrategie. Das heißt Ausverkaufsszenario, starkes Volumen und an einem Widerstand oder einem Umkehrpunkt, der schon vorher mal stattgefunden hat. Das wäre vielleicht hier der Fall, weil danach ging der Anstieg ja richtig los. Ja, mal gucken. Aber sowas immer eng abgesichert. Jetzt kommen wir zum schönen Wert. Das ist der S&P. Auch der sieht nicht wirklich besser aus. Ja, es gibt einige Leute, die sagen, man sieht hier eine Kopf-Schulter-Formation, das ist schön, aber ich gucke nach der Dynamik. Was macht die? Wo ist er dynamisch unterwegs? Hier ist er sehr dynamisch unterwegs. Und dann kommt hier so eine kleine Korrektur. Auch hier wäre es okay gewesen, wenn man vielleicht eine Umkehr versucht zu handeln. Ja, da geht man vielleicht auch mit einem Minus raus. Wichtig ist, das zu erkennen, dass das ist jetzt keine Fortsetzung bis ins Endlose ist. Ja, hätte ich vielleicht, wenn ich hier nach Aktien gesucht hätte, weil hier so ein Umkehrstab ist, dann das Ziel maximal hier so in den Bereich gelegt. Ja, und wenn das nicht erreicht wird, geht man halt raus mit einem Minus oder man löst die Position, nachdem man sieht, okay, so ein Tag hier hin und her und dann schon vorher auf, ja, weil es nicht sich ausgeht. Normalerweise ziehen diese Trades relativ schnell an. So wie hier so eine Umkehr, dann zieht es halt an. Ja. Dann ist man halt eine Hälfte raus und fliegt dann beim Stop raus, wenn der Markt nicht mehr will, weil der Markt entscheidet ja letztendlich, was er mit meinem Setup macht. Ja. So, was haben wir mal als Abverkauf? Utilities, völlig weg vom Fenster. Nochmal runter. Hier sehen wir schön was. Und zwar relativ schnell durchgerauscht bis in einen Unterstützungsbereich von 2020. Wirklich schnell wegverkauft. Und wenn man da sagt, man wartet ab, dann ist das sehr schmerzhaft. Was mir auffällt, ist, dass das Volumen wirklich stark erhöht ist an dieser Abverkaufskerze. Dann ist die Lunte etwas dynamischer nach oben. Genauso hier mit einer starken Kerze. Es kommt kein Nachgang. Man könnte probieren, das hier nach Aktien zu suchen und die dann nach dieser Strategie zu handeln, dass man einen Rebound erwartet. Aber, und das ist das Problem, ihr seht diese ganzen Widerstandsbereiche und da wird es halt extrem schwer für diese Aktie, für den Kurs, sich da durchzuarbeiten auf Wochenniveau. Das wird schwierig. Und ihr müsst immer hinschauen und sagen, ist das frei der Weg oder ist er nicht frei und wie weit kann so ein Kurs laufen? Ja, und nicht hoffen, ja, okay, der läuft jetzt wieder bis da oben hin. Das ist schön, aber ihr wisst nicht, in welcher Zeit und mit welchen Rebounds die Sache läuft. Und das müsst ihr vorher mit einbeziehen. So, Silber schauen wir uns nochmal an. Auch dort, Silber ist ja auch ein schöner Industriewert. Seht ihr hier die Base? Ich glaube, beim letzten Webinar habe ich gesagt, okay, schaut mal darauf hin, was hier passiert. Wenn der Kurs hier runterkommt, dann kam er runter, hat aber hier nichts Positives gebracht, hier auch gar nicht. Dann an einem Tag nach oben geschnellt, eine Riesenvolatilität, dann wieder drunter geschlossen und dann ruck einfach drunter und hat bis jetzt noch kein positives Szenario auf dieser Wochenunterstützung geliefert. Bedeutet für mich selber im Moment nicht up to date. Was fällt auf? Seht ihr auch, hohes Volumen. Welche Kerze ist das? Das ist diese Kerze. Die hat natürlich extremes Volumen mitgebracht. Das heißt, womit können wir rechnen, dass dort auf jeden Fall ein Bereich ist, der
eher verteidigt wird von den Leuten, die da nochmal raus wollen, wenn der Kurs nochmal dahin laufen sollte. Genauso haben wir hier unten am Ende der Kerze, am unteren Ende, in diesem Wochenbereich mit nochmal Widerstand zu rechnen. Im Moment gibt uns das noch kein Signal, was hier passieren könnte. Kann man aber auf jeden Fall mal so einen Preisalarm reinlegen, zu sehen, geht er drunter oder nicht. So, den ETF hatten wir schon für die Anleihen. Gucken wir nochmal auf Real Estate. Auch hier Immobilien, ja, das ist eine absolute getretene Branche im Moment. Wir sehen, wir sind auf diesem Unterstützungsbereich. Kann auch mal richtig schön bergab gehen. Finde ich mega interessant, weil die werden natürlich auch davon profitieren, sollte der Gesamtmarkt mal wieder fallende Zinsen erfahren. Dann können wir auf jeden Fall dort mal ein Auge drauf werfen und dann genau diese Taktik anwenden. Okay, was passiert, wenn das Volumen ansteigt in so einen Bereichen? Könnte es ein Umkehrpunkt sein, wenn die Kerze halt auch mal wieder positiv und mit Powerbar sich darstellt, um dann die Top-Aktien zu kaufen. Okay, wir sind fast durch. Ich danke für die ein oder andere Frage. Wir haben heute keine Aktien gesucht, sondern wir sind wirklich mal in die aktuelle Marktlage gegangen. Und ich möchte, dass ihr einfach lernt, das selber auch machen zu können. Und es ist nicht relativ schwer. Man kann das gut machen. Wenn man Outperformance und Underperformance für sich selbst darstellen möchte, dann kann man das in einigen Webseiten machen, indem man die Monatsperformance darstellt. Ja, und das sind die letzten 4 Handelswochen oder die Wochenperformance. Dann sieht man schon relativ schnell, das unterscheidet sich jetzt nicht groß von meinem Algorithmus. Ich habe halt ein bisschen weniger Arbeit vielleicht als ihr, aber man kann das auch mit Excel-Tabellen realisieren. Ja. So, wenn ihr noch Fragen habt, raus damit. Wenn euch Fragen einfallen sollten, dann natürlich ganz gerne. Ich mag es wirklich im Kontakt, kann auch die ein oder andere Frage nochmal stellen. Und eins wollte ich euch nochmal zeigen. Und zwar wäre das Tool, auf das wir heute gar nicht geguckt haben, weil mir ein paar Leute angeschrieben haben, sagen, bitte guck heute mal auf die Märkte, das mache ich sehr gerne. Das ich auch benutze auf jeden Fall, um die Märkte zu analysieren. Das ist hier so ein Trade-Scanner. Und da benutze ich gerne das Marktmodell. Dort könnt ihr mal raufklicken, euch informieren oder mich auch einfach anschreiben. cb@tradercoach.de. Und dann gibt es gerne mal eine Zoom 1:1-Session, wo ich euch zeige, wie ich das Tool einsetze und was ihr kostenlos von diesem Marktmodell auch habt. Und wenn nicht, sind wir beim nächsten Mal wieder bei FX Flat dabei und schauen uns dann an, wie wir das Ganze mit dem Marktmodell viel schneller machen. Und das könnt ihr euch beim nächsten Mal dann ansehen. Passt auf eure Positionen auf. Ich freue mich auf die nächste Teilnahme. Und wir hören uns dann, und ich glaube es nicht, es ist wirklich November, dann geht's dran, schon Weihnachtsgeschenke zu kaufen langsam. Von daher passt auf euer Geld auf, dass ihr euch noch ein paar Weihnachtsgeschenke zunehmen könnt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen, vielen Dank, Carsten. Ja, ich freue mich auch schon auf den nächsten Termin. Und du sagst es, Weihnachten kommt schneller, als man denkt. Aber Absolut. zwei Termine haben wir noch in diesem Jahr. Darauf freue ich mich. Vielen Dank an alle, die heute wieder live dabei waren. Aufzeichnung kommt so schnell wie möglich online. Ansonsten einen schönen Abend. Passt auf eure Positionen auf und würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Oder entsprechend, wenn Sie nächstes Mal dabei sind. Also, Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.